Im Leben ist es wie beim Segeln. Das Wasser rauscht uns am Kiel vorbei. Es verschwindet hinter uns in der Ferne. Und vor uns dehnt sich die Weite. Und je schneller die Fahrt, desto geringer die Chance, das Verschwindende zu halten. Oder gar etwas wiederzufinden, was nie da war. Wie flüchtig ist oft die Liebe. Und wie schnell verrinnt das Glück. Dies ist die Geschichte eines Lebens, das die Hoffnung auf eine zweite Chance nie aufgab. Bei der ewigen Suche nach Liebe und Glück. Verlust. Es gibt viele Arten von Verlust. Welche Art von Verlust habt ihr vielleicht schon erlebt? Ich habe meine Unschuld verloren. Nicht der Verlust, den ich meine. Mancher Verlust ist so drastisch, dass er das Leben verändert. Oder? Mütter, Väter verloren ist, immer mehr verlieren. Ich habe die Mutter verloren. Und ich, mein Freund. Würde sie noch leben, wäre ich nicht hier. Ja, hol doch, ja. Und wenn ein Verlust... Hey, wart mal. Was ist mit dem Verlust aufgrund einer schweren psychischen Erkrankung? Der dein Leben aus der Bahn wirft, sowas. Ja, ja. Hier drin, in diesem Krankenhaus, kennt ihr alle die Probleme, die unser Denken und Fühlen auslösen können. Aber da ist auch noch etwas anderes. Und das ist Trauer. Etwas, das jeder von uns schon erlebt hat. Sei es nun bewusst oder nicht. Zwei Phasen der Trauer kennen wir. Wut und Depression. Das sind die problemreichsten. Wut. Ein Gefühl ist das, mit dem man nicht leicht umgeht. Selbst wenn man gesund ist. Wer von euch hat eine Wut auf seine Krankheit? Ich bin nicht wütend. Scheint also, ich bin hier wohl falsch. Roger, setz dich hin. Wenn jemand hier sein sollte, dann du. Ja, Roger. Wenn wir hier sein müssen, dann du ganz besonders. Scheißkerl! Hey! Oh, 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 oh. Hey. Hört auf! Hey! Ruhig! Ah. Bleib cool! Bleib cool! Ah. Setz dich hin! Lasst uns... Machen wir morgen weiter, okay? Hey! Hey, Kenny, warte! Alles gut, Doc? Sie sehen angeschlagen aus.
Alles bestens. Shit. David, Dr. Wallenstein für Sie auf der 1. Hi, Karl. Es geht um Roger. Hören Sie, erstellen Sie einen Bericht und verschreiben Sie das neue Präparat. Ja, ja. Danke, Karl. Werde ich tun. David, ist alles okay? Ja. Doc, warte mal. Wie wär's mit einem leckeren Essen zu Hause bei netter Gesellschaft? Ich glaube, das schaffe ich heute nicht, Sally. Wäre aber gut. Mein liebster David, ich weiß nicht, wann du diesen Brief findest, aber ich hoffe, wenn es soweit ist, hat die Zeit deine Wunden geheilt und deine Trauer ist vorüber. Natürlich sollst du mich nicht vergessen, aber ich will dich nicht daran hindern, jemals wieder glücklich zu sein. Bist du high oder was? Wenn ich mir jetzt den Arm oder den Fuß dabei gebrochen hätte, was wäre dann? Sie haben Ihren Bär verloren. Was?
Guten Morgen. Dein Lieblingspatient hat gerade ein Fenster zertrümmert. Danke, ich kümmere mich drum. Sehr gut, denn er sitzt jetzt in deinem Büro. Ihr habt Mist gebaut, hm? Und musste zum Rektor. Roger, wir sind nicht in der Schule und ich will dich nicht bestrafen. Ich habe ja auch überhaupt nichts gemacht. Das stimmt nicht ganz. Du hast jemanden angegriffen. Du bist wegen sowas hier in der Klinik gelandet. Hier hast du einen Patienten geschlagen und ein Fenster zerbrochen. Das ist nicht nichts. Der liest aber meine Gedanken. Okay. Mein Kopf ist ganz allein, mein Kopf! Roger, das ist deine Krankheit. Die Heilmittel können dagegen helfen, aber du musst sie auch nehmen. Sie haben das alles geplant. Tschüss, Doktor. Ich bin hier raus. Ja, wenn das so weitergeht, bist du das. Und zwar für immer. Was sagen Sie? Ich sagte, ohne Medikamente kommst du wieder in die Psychiatrie in der Vollzugsanstalt. Und danach ins Staatsgefängnis. Das ist nicht fair. Ich denke schon. Es liegt an dir. Aber eigentlich muss man da gar nicht nachdenken. Komm, Junge, nimm die Pillen. Wir schaffen das. Ja, okay. Wie bitte? Ich sag, ich nehm sie, okay? Sind wir fertig? Sind wir. Entschuldigung, ich suche eine junge, Frau. Sie ist eigentlich immer hier. Ich glaube, sie ist obdachlos. Junge Frauen gibt's hier viele. Ja, dunkles Haar, Springerstiefel, vielleicht eine Künstlerin. Was willst du denn von ihr? Du magst Straßenpussy? Kein Ding, ich hab mich geirrt, danke. Hey, hey, du gibst schon auf? Scheiße. Hast du keine Eier? Musst du schon ein bisschen anstrengen, wenn du sie finden willst. Was du wissen willst, ist höchst vertraulich. Sensible Daten, weißt du? Persönlichkeitsrechte und so ein Zeug. Nicht so einfach verfügbar. Verstehst du? Ich meine ja nur. Okay. Schau, ich habe was gefunden, das ihr gehört und will es ihr zurückgeben. Kannst auch mir geben, ich geb's ihr dann. Ach ja, ist okay. Mach ich lieber selbst. Wo ist sie überhaupt? Nun ja, das ist nicht so einfach. In Anbetracht all der Konsequenzen und Auswirkungen auf das Universum, das das hat. Weißt du, ich stehe mittendrin. Und läuft alles gut? Wunderbar. Läuft das blöd, ist das scheiße. Oh, nein, nein, nein. Kann ich nicht riskieren. Okay. So riskant. Ist gut. Ich gebe auf. Pelé! Babe, bist du da? Ich brauche eine kaputte Vase, Mann. Hey, die sucht einer. Mich sucht einer? Weiß nicht. So ein weißer Typ. Sagt, er hat irgendwas von dir. Weißer, der ist heiß auf dich. War er süß? Shit, nein. Ekliger alter Typ war das. Zahnlücken und so. Nicht so schick wie dein Sekir. Haha, da ist sie. Halt mal eben. Bist du noch ganz? Gib mal. War sie mal. Aber du hast nichts gesagt, oder? Natürlich habe ich nicht. Die ist absolut perfekt. Ja, das war sie mal. Jetzt aber nicht mehr.
Siki, sieh doch mal die Schönheit im Zerstörten. Zerstörte Schönheit. Hallo? Oh, hi, Sally. Ich bin gerade im Auto, ich kann jetzt nicht. Er nimmt sie? Gut, ich bin gleich, Mach schon! Gut, Randy. Die Bibliotherapie zeigt Wirkung. Weiter so. Auf sich bauen bringt Selbstvertrauen. Jetzt auch noch ein Kuschelbär? Bis morgen, Sally. Zum Teufel machen Sie hier! Oh Mann, du bist ein verdammter Stalker! Oh hey, ganz ruhig, ganz ruhig! Ich hau sofort ab von hier! Du kannst jetzt gehen. Los, zieh Leine jetzt, sonst hol ich Verstärkung! Verstärkung? Jungs! Jungs, er ist hier! Kommt und holt ihn! Was? Wer? Oh Mann! Los. Hey, hey! Hören Sie auf! Geh! Ja, hau bloß ab! Sie fehlt mir, Doc. Sie fehlt mir so sehr. Sie war die schönste Frau, die ich je sah. Ich musste sie immer anschauen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Ich dachte, ich verbringe den Rest des Lebens mit ihr. Liebe im Blick, das gibt dir den Kick. Aber sie dauert nicht. Stimmt's? Stan, wie war sie als Mensch? Keine Ahnung, Doc. Ich sah sie ja nur einmal. Was? 43 Jahre, 7 Monate, 8 Tage, 14 Stunden, 16 Minuten und... Ein Trauerspiel zum Totlachen. Also Stan, was, du hast sie nie kennengelernt? Aber ich habe ein Bild von ihr. Hättest du mal ihre Gedanken gelesen, ehe du sie anbetest. Sie sind nie so, wie du denkst. Naja, das kann auch andersrum sein, weißt du. Aber stimmt schon, man muss sie kennenlernen. Die ist längst verheiratet und hat Kinder. Die hat 1000 Enkel, die ist alt und fett. Hört auf damit! Ja, die liegt doch schon im Grab, als Nachtgespenst. Ihr seid so gemein! Arschlöcher! Stan! Bleib hier! Hey, Leute, lasst ihn gehen. Er muss jetzt allein sein, lassen wir ihn trauern. Diese Tonne ist meine Tonne und du lässt gefälligst die Finger von meinem Müll. Siehst du, Mann? Diese Tonne ist eine öffentliche Mülltonne und die gehört allen. Obdachlose gehören aus der Stadt verbannt. Ja? Euch Kapitalistenschweine sollte man verbannen.
Hey, können wir das nicht freundlich regeln? Nein. Miss, bitte. Sonst muss ich Sie festnehmen, okay? Ach, hör doch auf, hi. Mann. Hi, hi. Kann ich helfen? Bitte, halten Sie sich raus. Sie sind nicht betroffen, Sir. Ich bin Dr. Myers und, ja. Die Dame ist meine Patientin. Gut. Dennoch, es gibt in der Stadt strenge Verordnungen zur Müllentsorgung. Und das hier sieht wohl auch nach einem öffentlichen Ärgernis aus. Warum nehmen Sie ihn nicht mit, der brave Bürger der Stadt belästigt? Okay. Hören Sie. Lassen Sie mich machen. Sie ist in einem neuen, innovativen Programm in der Klinik zur Behandlung der Kleptomanie. Das ist eine schwere Impulskontrollstörung, bei der sie dem Drang zu stehlen nicht widerstehen kann. Und das ist eigentlich eine Subkategorie der Hauptstörung, nämlich das Stehlen. Was interessanterweise bei öffentlichem Müll nicht der Fall ist. Die Behandlung dabei sieht so aus. Der Patient tut es immer und immer und immer wieder, bis es absurd wird. Bis er dann dem Ganzen so überdrüssig ist, dass er einfach aufhört. Also danke für Ihr Verständnis und tut mir leid wegen der Belästigung und ja, dann, wir sollten uns auf den Weg machen. Ja, komm, nein, gehen wir. Nein, ich will das haben. Nein, wir gehen jetzt los. Hey, schauen Sie, die geht einfach. Tun Sie was. Ich bin keine zwanghafte Kleptomanin. Ich bin Künstlerin. Ich weiß. Wollen wir Mittagessen? War all das ein Trick, um mich zum Essen einzuladen? Natürlich, gehen wir. Ich bin David. Und Sie sind? Das ist mir zu persönlich. Sie können hier keinen Joint rauchen. Ist auf Rezept. Tun Sie ihn weg. Sie haben Ihre Drogen, ich habe meine. Kommen Sie, machen Sie ihn aus. Sie sollten sich wirklich mal einkriegen. Was sollte das jetzt? Tut mir so leid. Hi, David, wie geht's Ihnen? Patty. Hier ist erstmal Wasser. Danke. Gerne, David, ich bin gleich wieder da. Nun, da sind wir also. Yep, da sind wir. Und Sie wohnen da in... wo Sie wohnen, dem Haus schon sehr lange? Wozu all diese Fragen? Ich will mich nur unterhalten. Oh. Wo wohnen Sie denn? Schön, wenn man ausgefragt wird. Es gab Veränderungen und ich wohne auf einem Boot. Wie kommt das? Ihre Frau warf Sie raus? Okay. Patty, wissen Sie was? Ich hätte gerne einen Barbecue-Bacon-Cheeseburger. Einfach so auf einem Toastbrot. Fast so eine Art Burger-Toast. Und vielleicht noch so ein bisschen extra Mayo. Einfach so draufhauen. Massen von Röstzwiebeln. Ich brauche Röstzwiebeln. Und eigentlich kann man auch noch ein Ei drauf. Einfach drauf. Sonst noch irgendwas? Nein, das war's. Und für Sie, David? Für mich nur ein Lachsburger. Okay. Möchtet ihr was trinken? Hallo? Trinken? Ja, gern. Ich nehme ein Bier. Und Sie? Für mich eine Cola Light. Danke, Patty. Was sollte das? Was meinen Sie? Okay. Ihr Fuß zwischen meinen Beinen? Echt? Nee, das war ich nicht. Klar. Danke. Nervös? Medikamente? Also außerdem, wie soll ich sagen, Das geht Sie einen Scheißdreck an. Stecken Sie immer Ihre Nase in die Sachen anderer Leute? Ja, manchmal. Toll, lassen Sie es. Trinken Sie keinen Alkohol. Solange Sie Psychopharmaka nehmen. Dieses leichte Zittern, das Sie haben, das könnte sowas wie eine Spätkinesie sein. Hey, stopp. Ich bin nicht zum Arzt, ich bin essen mit Ihnen gegangen, ja? Nein, ich bin kein Arzt, ich bin Psychiater. Ich spinne doch alle. Mir reicht's. Nein, warten Sie, es tut mir leid. Lassen Sie. Es tut mir leid, wirklich. Ist nur... Ich habe keine Probleme. Ich weiß, sage ich ja gar nicht. Ist nur einfach, ich habe das nicht geplant. Und warum sitze ich dann hier mit Ihnen? Keine Ahnung, ich will...
Was will jemand wie Sie mit jemand wie mir? Ich dachte, wir... So, Kinder. Okay. Ich nehme das. Dann lasst euch schmecken. Na dann. Wenn du mich vögeln willst, vergiss es. Du warst mit jemand aus, stimmt's? Darum wolltest du nicht zum Essen kommen. Ich glaube, sie arbeiten hier schon zu lange, Sally. Jetzt hat die Paranoia sie auch schon im Griff. Ich war nicht aus. Doc, du musst drüber wegkommen. Dieses Elend ist ja fast schon psychotisch. Ich glaube nicht, dass mein Elend psychotisch ist. Keine Dates, keine Frauen, immer nur allein sein. Sie sind wirklich schon zu lange hier. Die Einladung zum Essen steht noch. Mögen Sie Kaffee? Naja, wenn's koffeinfreier ist. Sag mal, wieso das denn? Das ist ja wie Gras, das nicht tönt. Okay, ich nehme, was Sie trinken. Gut. Lebe gefährlich. Haben Sie das gemalt? Na, wer denn sonst? Das ist gut. Nein, ist es nicht. Doch, ist es. Da steckt Pathos drin. Spannung, Drama. Okay, bitte kein Rorschach-Test, okay, Herr Psychiater? Ich weiß, was ich sehe, und das geht Sie überhaupt nichts an. Spät diskinetisch verwirrt? Haha. Nein, keine Angst. Dann liegt's an mir. Nehmen Sie, das entspannt Sie. Rauchen Sie, weil's turnt, oder hilft das Ihnen? Wo ist der Unterschied? Okay, Sie wollen es echt wissen? Ja. Dämonen. Es hält sich fern. Es hält die Dämonen fern? Quälende, schreckliche Dinger, die mich nachts vergewaltigen. Jetzt wissen Sie es. Tut mir leid. Hört sich furchtbar an. Ist es. Ich hab's noch nie jemand erzählt. Wow, wow, wow. Was machen Sie? Nein, entspann dich. Oh, was? Entspannen. Wir haben alle Dämonen. Es tut mir leid, ich... Was hast du? Ich kann nicht, ich kann nicht. Sorry. Ah. Komm, David. Komm, drück, David. Drück, David. Komm, gib mir noch einen. Du schaffst das. Magst du so leicht? Du hast es neulich geschafft, komm. Ja, das war neulich. Heute bin ich schlapp. Schlapp?
Warum schlapp? Bin ich auch schlapp? Schau her, ich bin alt, müde und mach trotzdem weiter. Autsch. Körperliche Aktivität ist das Beste bei Depressionen. Ich bin nicht depressiv, Karl. Einfach nur müde. Glaubst du an Synchronizität? Synchronicity, geiles Album. Sting ist toll. Ich glaube, er redet von zeitlich korrelierenden, nicht kausal verknüpften Ereignissen. Du träumst von einem Käfer und wachst auf, weil gerade einer ans Fenster geknallt ist. Eine Tür öffnet sich, ein Weg tut sich auf. Unergründlich und mysteriös sind die Pfade der Welt. Und in dieser mysteriös-synchronistischen Welt folgt man da dem Pfad? Es gibt keine einfache Antwort. Ja, habe ich auch neulich gehört. Hat mich $10 gekostet. Oder vielmehr 11. Ja, ein Reinfall. Aber ich sag euch mal was. Carlos Castaneda, berühmter Autor, sagte mal, sieh dir jeden Weg genau an, eingehend. Dreh so oft um, wie du es für nötig hältst. Dann stell dir die Frage, führt der Weg zum Herz? Wenn ja, dann gut. Wenn nicht, schlag ihn nicht ein. Führt der Weg zum Herz? Ja, führt der Weg zum Herz. Dann solltest du ihn gehen. So, jetzt noch 10 Squats. Du bist echt wie ein böser Traum. Hey, Vorsicht mit Träumen. Mein Spezialgebiet. Du bist nicht besonders helle für einen Psychiater, deine armen Patienten. Ja, ich weiß. Okay, lass sehen. Wie kann ich sagen, dass sogar du es verstehst? Erstens wollte ich dich nie kennenlernen. Und zweitens will ich dich nie mehr wiedersehen. Ich weiß, ich bin reingeplatzt. Ich weiß das. Ich war gerade um die Ecke und ich dachte, ich sag mal Hallo. So im Vorbeifahren. Okay, toll. Ja, hallo und tschüss. Nein, nein, bitte, bitte. Ich will nicht allein sein. Bitte. Bitte. Das war geil. Das war das Rap. Okay. Komm, wir gehen raus. Okay. Schau mal, hier werfen sie das Brot von gestern raus. Abgelaufene Konserven, all das welke Gemüse. Unglaublich tolle Sachen. Man kann alles Mögliche finden, das ist das Tolle dran. Nein, das gibt nur wieder Probleme. Okay? Und nächstes Mal bin ich vielleicht nicht da, um dir zu helfen. Nein, die wissen Bescheid, das ist okay. Wir sind Teil des Kreislaufs, weißt du? Sie werfen es weg, wir nehmen es, alle sind happy. Freeganismus. Hast du natürlich noch nie gehört. Google es, dann lernst du was. Glück, dass ich das hier habe. Willst du noch kurz reinkommen? Auf den Koffeinfreien? Ich kann nicht glauben, dass ich Nein sage, aber das war ein langer Tag und ein langer Abend und ich habe morgen früh ein Meeting in der Klinik. Ach, komm. Bitte? Ich würde so gern. Morgen? Klingt gut. Wäre toll. Tschüss.
Hey, Siki. Was machst du? Oh, ich hab gesehen, dass die Tür nicht richtig zu war. Du musst auf dich aufpassen, weißt du? Das Gesindel raushalten. Mach ich ja, keine Sorge. Ja, ich hätte ein paar Schlösser einbauen sollen, als ich es gebaut habe. Aber keine Sorge. Ich besorg dir ein paar gute. Nein, echt, ist okay. Mach dir keine Sorgen. Wäre doch schlimm, wenn meinem kleinen Mädchen was passiert. Sieg, zum tausendsten Mal. Ich bin kein kleines Mädchen. Ja, aber du liegst mir echt am Herzen. Du musst wissen, so wie ich mich bei dir fühle, habe ich mich noch nie bei jemandem gefühlt, weißt du? Ich auch, Sieg. Du bist ein ganz besonderer Freund. Komm her. Ist okay. Du solltest wieder an die Arbeit, okay? Ja. See you later, Alligator. Okay. Oh Mann! Das war gemein! Au. Tut mir leid. Das ist ganz hübsch, oder? Weshalb sind Models so dünn? Das würde dir super stehen. Ich habe alles, was ich brauche. Stimmt, du hast was. Aber das kann immer noch besser werden. Was? Wenn ich was will, dann hole ich es mir, okay? Oh ja, aus der Mülltonne? Sag mal, versuchst du mich etwa zu verändern, oder was? Nein, aber man sagt doch Kleider, machen Leute. Weißt du, es gibt Leute, die schauen dich an und... Ja, ich bin toll. Und die sehen dich. Du bist toll. Ich bin ich und das genügt mir, also verpiss dich. Okay. Lass mich. Komm jetzt. Danke. So, jetzt krieg ich aber ein Lob, oder? Ich hab's verdient. Sag doch, ich kenn mich aus. Hier sollte ich ausstellen. Wirst du eines Tages vielleicht. Wieso bist du auf der Straße? Ich meine, klar, du hast eine Bleibe und alles, aber... Keine Ahnung. Ich bin mit 14 zu Hause raus. Das ist früh. Naja, ihr Psychiater kennt ja immer einen Grund für alles, stimmt's? Stimmt. Sollen wir darüber sprechen? Nein. Was mit dir? Tja, weißt du, kaum einer kommt unversehrt durchs Leben. Du hast es ja selbst schon gesagt. Jeder schleppt was mit. Willst du darüber sprechen? Nicht wirklich. Bist du sicher, dass du mir nichts sagen willst? Ja, das. Oh ja. Das, Nein, lieber nicht. Aber vielleicht solltest du das tun. Meine Frau ist gestorben. Vor 11 Monaten. Es war Krebs. Wirklich? Scheiße, es tut mir leid. Garantierte Stimmungsabfälle. Er hat sich verordnet. Komm. Ja. Gott, der Sonnenuntergang ist toll. Der Mond geht nie so schön unter. Vielleicht, weil der Mond kalt ist. Und die Sonne feurig.
So wie du und ich. Hm? Ich weiß immer noch nicht deinen Namen. Pele. Ich heiße Pele. Das klingt schön. Ja klar, eine Pause wäre gut. Mann, die Welt sieht so schön aus von hier oben. Ja, weil man nicht sieht, was da unten los ist. Du warst nicht bei der Gruppentherapie. Ja, ich weiß. Verschlafen. Sorry. Tja, David. Immer müde, kein Appetit. Vernachlässigung der Aufgaben klingt nach Depression. Blödsinn, Karl. Komm, Mann. Ich bin meilenweit von meiner Depression entfernt. Kommt die manische Phase. Das kennst du doch. Kann man nicht müde, appetitlos und euphorisch sein, ohne als klinischer Fall zu gelten? Schön, wenn es das nicht ist. Was ist es dann? Muss das immer irgendetwas sein? Willst du rangehen? Nee, ist okay. Die Voicemail geht ran. Nee, mach nur. Geh ran. Ist okay. Mach. Ja? Okay. Hey, ich kann jetzt gerade nicht sprechen. Ach komm, vermisst du mich? Ja, ich vermisse dich. Schon besser? Oh mein Gott, es war so romantisch gestern Abend. Am Strand, unter den Sternen. Warum kommst du nicht vorbei? Oh Gott, das wäre super, aber ich bin erst gerade rein und komme jetzt nicht weg. Ich arbeite, weißt du? Ich auch. Aber weißt du was? Ich könnte die Mülltonnen warten lassen. Komm schon, wir machen es uns richtig schön. Nein, Pele, ich kann echt nicht. Ich glaube, ich vermisse dich doch nicht. Ach komm, Pele, jetzt sei nicht so. Schau, ich rufe dich nach der Arbeit an. Ja, ist mir auch egal. Pel. Oh, scheiße. Alles klar? Ja, ja, der Empfang war plötzlich weg. Du bist sauer. Komm, was ist los? Nein, ist nichts Wichtiges. Ist nur... Schau, ich muss weg. David, lass uns reden. Ja, nein, doch, ja, machen wir. Ich muss... Sieht echt richtig sexy aus, die Jeans, Baby. Steht mir? Ja, und wie? Aus welcher Tonne kam die? Weiß nicht mehr. Komisch. Genau deine Größe. Ja, guter Fund, oder? Ja, und wie? War das die Tonne hinterm Klamottenladen? Gut, sie ist ein Geschenk, okay? Aber warum macht jemand so ein Geschenk? War es ein Gefallen? Für ihn? Nein, ich habe ihm keinen Gefallen getan. Der weiße Typ, oder? Ja, der weiße Typ. Aber da ist nichts mehr. Er nervt einfach nur. Ist vorbei. Vorbei, was? Ja, total komplett abgehakt. Ja, klar. Hat dir eine tolle neue Jeans geschenkt, hä? Lass, Sieg! Hör auf! Stopp! Lass mich! Sieg, wir sind Freunde! Nein, lass mich in Ruhe! Nein! Du lass das mal zu! Ich gehöre zu dir. Und du gehörst zu mir. Nein, 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 nein. Geh weg von mir! Was ist los? Oh, der Held ist da! Was ist los? Nein! Sieg, oh, nein! Ja. Sieg, stopp! Sieg! Jetzt bist du dran, Motherfucker! Stopp, verdammt, hör auf! Das passiert nie wieder, hörst du? Lass ihn einfach in Ruhe. Alles okay? Weg, bloß deine Asche weg. Na komm. Scheiße.
Hier. Du wolltest doch gar nicht vorbeikommen. Ich sagte, nach der Arbeit. Nein, du hast gesagt, du rufst an nach der Arbeit. Und du hast gesagt, er ist nur ein Freund. Er ist nur ein Freund. Sag mal, warum muss ich dich immer retten, hä? Du musst mich nicht immer retten. Aber manchmal gibt es Situationen, da hat man keine Wahl, David. Man hat nicht immer die Wahl. Wir haben immer irgendeine Wahl, Penny. Ach, du bist so verdammt selbstgerecht, Mann. Du hast nie auf der Straße gelebt und weißt nicht, wie es ist. Ich lebe nicht wie du als Arzt. Dieser Scheiß ist mir zu blöd. Nein, bleib da. Es tut mir leid, bleib hier. Weißt du, für mich heißt intim sein mit jemandem, dass zwei Menschen, die eine sehr tiefe Verbindung haben, zueinander kommen, und zwar aus Liebe. Meinst du betrügst deine Frau, wenn du mit mir schläfst? Komm nicht damit, Pilli. Bitte, bitte komm nicht damit. Das ist echt süß. Wirklich, meine ich echt. Ich weiß, du hast sie geliebt. Ich weiß, du warst ihr treu, aber sie ist tot. Sie ist tot. Pelé! Sie ist nicht da, Weißbrot. Ich glaube, es ist besser für uns beide, wenn du jetzt eine Fliege machst. Sehe ich nicht so, Sieg. Tja, ich schon. Weißt du, das hier ist meine Welt. Und Peles auch. Da ist für dich kein Platz. Ist das echt deine Welt, Sieg? Ja, ist es. Weil Opfer wie du vor uns Angst haben, die dreimal im Irak waren. Hab Scheiße gesehen, die man besser nicht sieht. Scheiße gemacht, die man besser nicht tut. Ich habe keine Angst vor dir, Sieg. Weißt du, es läuft immer wie bei dir. Und danach immer zurück zu Sieg. Immer zum alten Siki. Weil Siki für sie da ist. Ja, wenn sie dem alten Siki so viel wert wäre, dürfte ich ihr vielleicht helfen. Siehst du? Und genau das macht mir Angst. Du hilfst ihr, ich verliere sie. Und das nur über meine Leiche. Was ist los? Alles ist okay, wirklich. Ich bin Krankenschwester. Denkst du, ich sehe nicht, wenn es jemandem schlecht geht? Was? Du brauchst Zuwendung. Hör zu, ich weiß, du sorgst dich um mich. Und ich schätze das wirklich, aber... Vielleicht willst du mit jemandem reden. Alle laden immer bei dir ab. Aber wen hast du? Danke. Aber es ist nicht etwas, worüber ich reden will. Wer oder was es auch immer sein mag, du musst nicht leiden. Offensichtlich funktioniert es nicht. Und ich schätze, es ist kompliziert und chaotisch. Bei uns wäre es nicht so. Sally, ich mag dich. Nur nicht so, wie du es vielleicht brauchst. Es tut mir echt leid. Sorry, Leute. Können wir die Gruppe heute ausfallen lassen? Könnte ich euch alle bitten? Ja, okay. Ja. Hey, Stan. Ja, Doc?
Wieso sind Sie ihr nie nach? Ich dachte, sie will mich nicht. Es hat mich ein Leben lang verfolgt. Das möchte ich niemand wünschen. Danke, Stan. Reicht mir echt nicht. Wenn du einfach so abhaust, wie kann ich sicher sein, dass du wirklich für mich da bist? Ich bin für dich da, okay? Ich verspreche es. Ja, so wie alle anderen. Weißt du, ich brauche echt keinen von euch. Okay. Kann sein. Vielleicht. Aber da ist was, was du sehen solltest. Okay? Kommst du kurz mit jetzt? Bitte. Warum muss ich immer tun, was du willst? Sag ich doch gar nicht. Es ist eine Bitte. Wo fahren wir hin? Wart's ab. Was machen wir hier? Komm, das gibt nur wieder Ärger. Nein, das gibt keinen Ärger. Halt, warum hast du Schlüssel? Wer wohnt hier überhaupt? Du wohnst hier. Und du darfst die Möbel aussuchen. Oh ja, sicher. Komm, bringst du mich nach Hause? Du kannst nicht die Toilette... Eine echte Toilette. Und fließend heißes Wasser. Du wirst es lieben. Das Badezimmer? Nein, deine Wohnung. Sie gehört dir. Willst du mich wieder umpolen? Denke ich nicht mal dran. Ich mag, wo ich bin. Mein Haus. Verstehe ich. Selbst wenn ich Tag und Nacht arbeite, kann ich mir sowas nicht leisten. Lass uns einfach gehen. Eines Tages schon, wenn du deine Kunst verkaufst. Bis dahin zahle ich dafür. Nein, hör auf. Ich will nicht ausgehalten werden. Okay? Wirst du doch auch gar nicht. Ich hau jetzt ab, okay, komm. Wow, wow, wow. Renn nicht deine Staffelei um. Was? Dein Atelier. Was redest du schon wieder? Hier, deine Staffelei. Ein Schrank? Für deine Pinsel und Farben. Ein Tisch für die Skulpturen. Oder? Ist toll. Danke. Mit Freuden. Du bist so eine Nervensäge. Was machst du hier? Schön, mich zu sehen, was? Die sind für dich. Kann ich reinkommen? Ich hab grad zu tun, also ich... Tolle Bude hast du. Ja. Von der Straße direkt in den Palast. Steckt viel Kohle drin. Du selber hast die Kohle sicher nicht. Aber irgendwie musst du es ja bezahlen. Ja, ich werde ein paar Bilder verkaufen. Ich glaube, du verarschst mich. Er liebt mich, Sig. Und ich nicht? Sieg, das ist anders. Es ist nicht anders. Aber auch wenn ich mir nicht leisten kann, was Dr. Whitey kann, nehme ich es mir trotzdem! Sieg, tut mir leid, aber es ist anders. Du liebst ihn also. Nein, gib es her. Hey, lass, gib es her. Sieg! Ruf sie nie mehr an, verstanden, Arschloch?
schon, geh ran, nimm ab. Wohin rennst du? Deine Gruppe ist in 20 Minuten. Mach du, Sally, die lieben dich. Du weißt, du bist mein Baby. Nein, lass mich! Rufst du ihn noch einmal an, bring ihn um! Ja? Hast du verstanden? Lass los! Also, er haut jetzt ab. Und zwar sofort. Verstehst du das? Pille, ich bin's, David. Mach auf. Pille! Bist du da? Bitte geh einfach. Was heißt geh einfach? Komm, mach auf. Pille! Nein, bitte geh. Ist da? Pille, ich bin's, David. Ach Mann, was machst du denn hier? Du sollst nicht herkommen. Lass uns reden, bitte. Nein, David, bitte geh einfach. Nein. Ich werde hier bleiben, bis du aufmachst. Fein, dann bleib. Gut. Hattet ihr Kinder? Ah nein, sie konnte nicht. Ich hätte gerne ein kleines Mädchen. Und sie würde glücklich aufwachsen. Hm, ja, das würde sie. Ich meine, es muss kein Mädchen sein. Männer wollen ja immer einen Sohn haben. Du bist nicht zu alt dafür, weißt du? Du kannst sicher noch. Na, du weißt schon. Wow, wow, wow. Langsam.
So viel Spaß hatte ich noch nie. Wirklich, noch nie. Ja? Ja. Ja, du bist kein Langweiler. Du kannst schon wieder, alter Mann. Wen nennst du hier, alter Mann? Das könnte man so sagen. Erzählst du mir von ihr? Gib nichts zu erzählen. Du willst sie retten? Am Anfang vielleicht. Ich sag dir was. Das ist nicht My Fair Lady. Du machst keine Herzogin aus dieser irren, kiffenden, obdachlosen Rinnsteinpflanze. Verstehst du? Du weißt, was in Pygmalion passiert. Jesus, du kennst das Stück? Ich kenn das Stück. Ein Mythos, David! Pelé ist kein Mythos. Sie ist echt. Ja, wieder Schlag in deine Fresse. Egal, ich kann mit ihr lachen, heulen und sie tut mir gut. Sie hat Lebensdurst und sie liebt mich. Carl, zum ersten Mal seit Ellen tot ist, bin ich glücklich. Du musst dich von ihr lösen. Er ist ein Killer. Das weißt du. David! Ich habe eine zweite Chance. Carl. Und ich werde sie verdammt nochmal nicht vergeuden. Ich denke, du kannst dich noch mehr anstrengen, oder? Gut, ich werde dich dran erinnern, ja? Okay, dann ab mit dir. Und bring mir die Liste. Doc! Ach du Scheiße. Hier ist Dr. Myers. Ich habe einen Eindringling im Büro. Doc! Ich brauche sofort jemanden. Beeilen Sie sich! Doc, nicht! Halt, stopp! Ich will Ihnen nichts tun. Ich will einfach nur reden. Doc, alles okay? Sieg, was machst du hier? Ich kann das alles nicht mehr ertragen. Alles, was ich Ihnen antue. Du hast mich fast umgebracht.
Und jetzt soll ich dir helfen? Ich weiß. Ich weiß. Es tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Aber das Gefühl ist mit mir durchgegangen. Ich war wie von Sinnen. Aber es war der posttraumatische Stress. Das wäre ein höchst ungewöhnliches Arrangement für uns. Hey, das haben Sie doch auch mit Pele. Hä? Bist du bereit, dich einweisen zu lassen? Medikamente zu nehmen? Therapie ist nichts Einfaches. Da musst du deine Traumata alle nochmal durchleben. Das kann sehr schmerzhaft sein. Meinst du, du schaffst das? Auch wenn es die Hölle sein wird. Okay. 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 Okay? Okay. Greif mich nur nicht mehr an. Okay, danke. Okay, okay. Okay, bringen Sie ihn an die Rezeption zu Sally. Sie übernimmt das dann. Danke. Danke, Doc. Okay, Sieg. Danke. Es tut mir leid, Baby. Tut mir echt leid. Sag mal, was macht Sieg hier? Ich soll ihn behandeln. Was? Nach all dem, was er dir angetan hat, er sollte eingesperrt werden. Spinnst du? Ja, vielleicht. Aber weißt du, wir schicken sie in den Krieg und sie kommt total kaputt wieder. Einer muss sich ja kümmern. Du bist der Hammer. Du wärst ein guter Vater. Naja, das weiß ich noch nicht. Sollen wir es versuchen? Echt? Würdest du? Du willst ein Baby? Weiß nicht. Ich glaube, ich hätte Schiss davor. Besonders bei einem Mädchen. Ich dachte, du wolltest ein Mädchen. Mädchen passiert immer etwas. Was denn? Ich weiß nicht. Sachen. Egal, vergiss es einfach, okay? Pele. Lass es. Warum? Ist doch egal. Pele. Sag's mir. Was? Da ist was, was du nicht weißt. Niemand weiß es. Na, ich weiß von den Dämonen. Es sind nicht die Dämonen. Sondern warum sie kommen. Naja, aber wichtig ist, was man mit den Dämonen macht. Du kannst sie nicht bekämpfen. Sie gehen nie weg und Sachen passieren und du bist machtlos. Ja, stimmt. Was passiert ist, ist passiert. Aber du kannst ändern, wie die Vergangenheit dich beeinflusst. Leg dich hin. Warum? Vertrau mir. Einfach. Okay. Schließ die Augen. Okay, eine Therapie also. Tut das weh? Nein. Atme tief ein. Okay. Atme tief ein. Halte an. Und dabei spürst du, wie sich eine Welle der Entspannung durch dich bewegt. Von oben am Kopf, ganz hinunter zu den Zehen. Du spürst es und gehst tiefer und tiefer. Okay, soll das Hypnose sein, weil das klappt bei mir nicht. Ich war mal in Vegas und sie wollten Leute auf der Bühne hypnotisieren und all so ein Zeug. Und bei mir ging das nicht, da war Fehlanzeige. Also ich sag nur, du Pele, solltest... Irgendwie denke ich, dass du deine Dämonen nicht loswerden willst. Okay, okay, okay. Du hast die Macht. Du hast die okay. Okay. Atme wieder tief ein. Okay, du stehst oben an einer Treppe. Und du gehst die Stufen hinunter, eine nach der anderen. Und dabei
entspannst du tiefer und tiefer, immer entspannter. Sag mir Bescheid, wenn du unten ankommst. Okay, gut. Vor dir jetzt kannst du eine Tür sehen. Öffne sie. Durch sie hindurch gelangst du in die Vergangenheit. Du siehst dich selbst. Vor langer Zeit. Als kleines Mädchen. Vielleicht passiert in dieser Zeit etwas, das sehr unangenehm war für dich. Vielleicht hat es dich furchtbar verstört. Es hat dich vielleicht sogar verletzt. Es ist okay, die Tür zu öffnen. Sag mir nicht, was du siehst. Betrachte dich einfach. Als die Person, die du jetzt bist. Eine gescheite, intelligente, reife Erwachsene. Frag sie, wie sie sich fühlt. Sag ihr, dass sie alles Recht auf diese Gefühle hat. Und ich möchte, dass du dich fragst, mit allem, was du als Erwachsene weißt, sind diese Gefühle heute hilfreich oder nützlich für dich? Nein. Genau. Diese schlechten Gefühle sind nicht mehr notwendig. Und du kannst sie einfach loslassen. Du brauchst sie nicht mehr zu behalten. Und es wird so ein gutes Gefühl sein, sie loszuwerden. Ja. Jetzt ist es deine Aufgabe, ihr zu vermitteln, dass es nicht ihre Schuld war, was passiert ist. Ich war so ein süßes Mädchen. Seine Prinzessin. Aber das entschuldigt nicht, was er getan hat. Du warst noch so klein. Und er war ein großer, starker, erwachsener Mann, der dich geschlagen und bedroht hat, wenn du nicht getan hast, was er wollte. Es gab nichts, was du hättest tun können dagegen. Nichts. Du blödes Arschloch. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Es gibt einen Platz in meinem Herzen. Er wartet auf dich. So kannst du immer bei mir sein. Okay. Fühlst du, wie schön es ist, sie dort bei dir zu haben? Spüre all die warmen, schönen Gefühle, die das auslöst. Und du kannst deine Augen öffnen. The beauty in your heart needed setting free. Could you be who you could be? The day will come, your broken will be mended, never knowing how or when. It will be, 'cause there's beauty in your broken, beauty in your broken. Und dann erzählt sie mir, wie sie als Kind missbraucht wurde. Sie sollte in Behandlung. Das war sie bereits. Sag bloß nicht. Na gut, dann nicht. David, Ärzte vögeln ihre Patienten seit Anbeginn der Zeit. Da gibt es sehr strenge Regeln dazu. Sie ist nicht mein Patient. Ja, das ist Haarspalterei. Was ist, wenn die Ethikkommission dahinter kommt? Und liest gut?
Es lief unglaublich gut. Ich meine, es war spontan und sie war wirklich bereit für eine Intervention. Weißt du, wir haben Fortschritte gemacht. Es war schlichtweg unglaublich. Mhm. Dürfte ich dir dann einen Rat geben? Wenn es ihr so gut geht, wie du sagst, und ich zweifle nicht daran, dass das stimmt, braucht sie Zeit zum Aufarbeiten. Um herauszufinden, wie sie dazu steht, was sie daraus macht, wohin es sie führt. Das schuldest du ihr und das weißt du. Und du weißt, was es heißt. Oh wow, ich war noch nie auf so einem Boot. Ist ja toll. Ja, ist es, oder? Hier haust du also. Ja, schau dich um. Hast du Hunger? Ja, voll. Meine liebste Ellen, danke, du hast mich befreit. Pelle, nein, lass. Ich hab jemand. Sie ist anders als du, doch ich glaube, du würdest sie mögen. Ich hoffe es, denn ich liebe sie. Ich trage dich auf ewig im Herzen. Ich werde dich immer lieben. Adieu, mein Liebling. David. Weißt du, wenn ich ihr diese Briefe nie geschrieben hätte, hätten wir uns nie getroffen. Wäre sie nicht tot, hätten wir uns nie getroffen. Ich weiß. Oh, Baby, ist doch gut. Alles gut, wirklich. Dürfte ich ihr dann einen Rat geben? Sie braucht Zeit zum Aufarbeiten. Verbringe Zeit mit dir. Aber du musst sie gehen lassen. Dein ganzes Leben bisher war eine Reaktion auf das, was dir passiert ist. Ich weiß. Komm, wir essen. Pelle, du musst verstehen, dass du jetzt anders bist. Du wirst viele Dinge ganz anders sehen. Weiß ich, Schatz. Ist doch alles gut. Können wir jetzt frühstücken? Ich meine, vielleicht willst du mich gar nicht mehr. Spinnst du jetzt? Natürlich will ich dich. Es gab nie was anderes für mich. Was wir jetzt tun sollten, ist uns etwas Zeit zu geben. Was soll das? Ich sage, dass ich diesen Weg vielleicht nicht mit dir gehen kann. Aber du machst Schluss mit mir? Es tut mir leid. Aber es ist das Beste für dich. Okay, wenn es darauf hinausläuft, dann vergiss es. Dann pull mich wieder um. Mach mich sofort wie früher, ja? Okay? So funktioniert das nicht. Hör zu. Ich will das genauso wenig. Nein. Nein, du tust genau das, was alle Männer in meinem Leben immer getan haben. Sie ficken mich und dann scheren sie sich einen Dreck. Schön, du hast mich gefickt. Vielen Dank auch. Pelle, das stimmt nicht. Mann, warte. Du schienst so ein guter Kerl, der mich toll fand und sich kümmerte und mich respektierte. Das tue und Gott, ich. Und durch all meine Fehler und meine Verrücktheit. Ich meine, ich hatte all diese Splitter in mir, die ich niemals hätte alleine zusammenkippen können, bevor ich dich traf. Ich weiß. Durch dich wurde ich stark. Und ich fühle mich normal. Ich weiß, es ist kompliziert. Du Adieu, musst. David. Danke für alles. Pelle. Hey, du. Die einst du geliebt, willst du befreien. Kehrt sie zurück, dann soll's so sein. Sei kein Idiot! Darauf ist kein Verlass. Hol sie dir zurück! Danke, Kumpel.
mein Gott, sind Sie okay? Es wird zur Gewohnheit. Ja, ist wohl mein Karma. Ich hab dir extra Blumen mitgebracht. Ist das Karma ruiniert? Lebt sie gänzlich ungeniert. Ich hab gemacht, was du gesagt hast, und jetzt ist sie weg. Du weißt, dass es sein musste. Du blöder Hirnklempner. Damit wir Vergebung erlangen. Wisst ihr was? Zeit, dass ich meinem Herzen folge. Gib mir die Dinger. Da muss ich gleich wieder niesen. Vorsicht, die Zweige! Also. Kommt rein. Ich habe schon mal eine Liebe verloren. Das wird nicht nochmal passieren. Das wird auf gar keinen Fall passieren. Entschuldige, tut mir leid. Wollte ich nicht. Ist egal. Manchmal haben wir Glück. Und das Leben gibt uns eine zweite Chance. Vielleicht ist es der Zufall. Oder vielleicht ist es die Synchronizität. Alles, was wir wissen, ist, dass es manchmal passiert. Aber es passiert nur, wenn wir unserem Weg folgen. Dem Weg zum Herzen. Never knowing how or when.
Okay. Zeit zu gehen. Jetzt. David. Wir müssen los, hm? Nein, hier gibt's so tolle Sachen. Schau dir dein Hemd an. Schau dir den Salat an. Absolut in Ordnung. Stimmt. Hast recht. Schau mal hier, schau. Ja, immer noch gut. Stimmt. Sollen wir dann... Okay. Kann ich das essen? Nein. Spuck's aus. Hä? Was? Arschlöcher.